Videocheck. Hallo liebe Freunde der gepflegten Leitung, willkommen beim Videocheck und heute geht es um die TK35, eine Lampe von Phoenix mit 2000 Lumen. Wir packen das ganze Ding einfach mal aus, schauen mal, was hier so drin ist und ob das überhaupt was taugt. Ne? So, also Karton ist leer, hier haben wir das Lämpchen. Das Lämpchen ist sehr stabil, so wie es aussieht. Einen wunderschönen ergonomisch geformten Griff. Hier vorne mit Kühlrippen dran, ein schöner, fetter Griff. Dabei ist ein Täschchen. Ich guck mal kurz hier, was im Täschchen drin ist. Im Lieferumfang umhalten ist die Beschreibung. Dann haben wir hier eine Schlaufe für die Hand. Dann, was ist da noch drin? Noch mehr Beschreibung. Und da kann man die Lampe wunderbar reinstecken. Mit einem praktischen Klettverschluss ist das Ding sicher am Holster, könnte man sagen, und bei Bedarf kann man es benutzen. Dieses Teil ist ohne Linse ausgestattet vorne, wie man sieht. Das heißt, das Ding funktioniert als Strahler. Manche kennen das ja, man kann die Lampe vor- und zurückziehen und dadurch halt den Fokus ändern. Das geht bei dieser Lampe nicht. Wir wollen uns das Ding mal kurz im Dunkeln angucken, würde ich sagen. Aber vorher schauen wir uns mal eben das Ding von innen an. Wie ist das denn? Was sind da für Batterien drin? Ne? Das ganze Teil wird betrieben mit Lithium-Ionen-Akkus, die dickeren. Ihr kennt die wahrscheinlich. Hier in diesem Fall die 6000 mA. Und mit im Lieferumfang enthalten sind aber die kleinen Duracell, die man wahrscheinlich nur einmal benutzt. Ne? So, ich würde sagen, wollen wir das Ding mal draußen ausprobieren und gucken, ob das was taugt. Einmal quasi den Anschaltknopf. Und wir haben hier den Knopf, um die Modi zu wechseln. Wir sehen dann, er wechselt im Lowlight-Modus und steigert dann stetig die Lumenzahl. Das Ganze schaltet um zwischen 2000 Lumen, 1050, 380, 120 und 20 Lumen. Und dann haben wir nochmal die Möglichkeit, in Stroboskop zu schalten mit 2000 Lumen und SOS-Modus mit 380 Lumen. Um in den Stroboskop-Modus zu kommen, müssen wir die Umschalttaste länger gedrückt halten. Und um in den SOS-Modus zu kommen, müssen wir quasi auch noch mal länger gedrückt halten. So, ich würde mal sagen, gucken wir uns das ganze Ding draußen an. Mit dem menschlichen Auge sieht das natürlich alles noch mal viel schöner aus, weil keine Kamera ist so gut wie das menschliche Auge. Ich schalte mal zwischen den Modis hin und her. Also die Lampe hat auf jeden Fall ordentlich Dampf. Die Qualität ist super. Und man braucht gar kein Fokussiering. Das Ding hat so viel Bums. Also hundertprozentig. Also wer sich so ein Teil zulegen will, hundertprozentig, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die TK35 von Phoenix mit 2000 Lumen ist auf jeden Fall ihren Preis wert. Ich würde auf jeden Fall dazu empfehlen, 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akkus zu kaufen. Die 600 mAh Dinger. Wie gesagt, darauf achten, das spezielle Ladegerät, was man dazu braucht. Denn ein Lithium-Ionen-Akku kann man nicht im normalen Ladegerät laden. Dazu braucht man ein intelligentes Ladegerät, wie zum Beispiel das Nightcore Intel Charger i2. Links der Produkte packe ich unten in die Titelbeschreibung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Videocheck. Videocheck.